Hallihallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde sagen, wir starten heute direkt, weil ich so viele Spiele und Challenges gekauft oder zugeschickt bekommen habe, die ich euch vorstellen möchte. Als allererstes habe ich gekauft das schöne Ding hier. Das sieht so aus. Und wie ihr seht, passen die Kärtchen perfekt da rein. Diese Tee-Box hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich habe hier noch ein paar freigelassen, weil ich ein paar Kärtchen noch habe. Also es passt alles rein. Sogar das von dem Spartett, was ein bisschen größer ist, hat reingepasst. Ich habe hier sogar oben die Würfel reingemacht. Also ich bin super, super zufrieden. Ich das Ding behalte ich auf jeden Fall. Das soll ich auch hier hinstellen. Blöd, dass ihr das halt jetzt nicht so... Das Schöne, was ihr euch ja nicht so, glaube ich, seht. Aber ne. Ich mache das so und dann, wenn ich was ziehen will, seht ihr das ja, glaube ich. So. Ich würde euch gerne ein paar Spiele und Challenges vorstellen, die ihr bisher noch gar nicht, würde ich behaupten, hier auf YouTube gesehen habt. Einfach aus dem Grund, weil die noch nicht verkauft werden, beziehungsweise nicht verkauft werden. Der liebe Andreas hat mich angeschrieben auf Instagram und hat mich gefragt, ob er mir ein paar Spiele schicken kann und Challenges. Einfach so kostenlos. Er hat keinen eigenen Shop, er stellt aber welche, also ein paar Spiele und ob ich Interesse hätte. Und natürlich habe ich Interesse. Ihr wisst ja, gerade für meinen Notgroschen brauche ich mehr Spiele und für meine 50.000-Euro-Challenge sowieso, beziehungsweise für meinen 50.000-Euro-Plan. Und da habe ich mich riesig gefreut. Er macht wirklich super schöne Spiele und vielleicht motivieren wir ihn hier unten in den Kommentaren doch einen Shop zu eröffnen. Ich muss sagen, wenn er, also das sind so die Sachen, die ich ausgedruckt, also er hat sie mir digital zugeschickt, ich habe sie ausgedruckt. Und es sollten unter anderem Klappkarten sein. Das habe ich allerdings nicht getan, um Klappkarten auszudrucken. Musste ich zur Druckerei, damit sie mir die Newton oder Falzen, das ist so dieses an den, da wo das gefalzt werden soll, gibt es da einen schönen Druck, damit, also wird drauf gedrückt mit so einer Maschine, damit, ja, wenn man die dann, ich zeige euch das auch direkt, das ist nämlich auch direkt das allererste Spiel der Braumeister. Und das hätte eigentlich so hier geklappt werden müssen. Allerdings, wenn man das macht, vor allem bei dunkler Farbe, ohne dass man das falzt, dann geht die Farbe überall hier ab. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich hatte nur damit angefangen, habe es dann gelassen und habe dann den lieben Andreas angeschrieben, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn es bei mir keine Klappkarten werden. Dann hat er gesagt, es ist okay. Also habe ich das so gemacht. Das erste Spiel nennt sich Der Braumeister. Er hat es jetzt extra alles für mich kleiner erstellt. Ich denke mal, wenn er einen Etsy-Shop hat, wird das vielleicht auch anpassen. Ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Ich wollte es jetzt so. Er nennt sich Einohrhase, was ich total schön finde mit dem Zeichen hier. Und zwar geht es hier darum, bestimmte. Also es geht hier natürlich um einen Braumeister, der zahlreiche Kundenaufträge hat. Und seine neueste Herausforderung besteht darin, 16 Tränke herzustellen. Da sind hier die hier. Das sind 16 Tränke, also die man hier sieht. Die soll er herstellen. Und die kann man natürlich herstellen, indem man immer zweimal würfelt und dann immer schaut, wie wenn ich zum Beispiel jetzt hier, sagen wir mal, eine 2 und eine 3 gewürfelt habe, dann wäre es hier der Schmetterling. Dann würde ich hier den Schmetterling ankreuzen. Das ist so ähnlich wie bei mir mit bei meinem Sparkaffee. Ich mag solche Spiele total gerne. Und wenn man alle geschafft hat, da steht hier, erst wenn alle Zutaten abgehakt sind, kann der Trank zum angegebenen Preis verkauft werden. Und der Preis, denke ich mal, ist der hier. Und dann könnte ich sozusagen dann dafür 10 Euro sparen. Was wäre denn das hier für ein Trank? Ja, genau. Ah ja, und wenn ich jetzt hier den Schmetterling, wenn ich auf den Schmetterling komme, dann darf ich ihn ankreuzen und dafür muss ich 1,50 € sparen. Hat man alle Zutaten voll, hat man den Trank fertig und kann den dann verkaufen. Und das waren auch teilweise Klappkarten. Ich habe jetzt daraus laminierte Karten gemacht. Ihr wisst, ich bin ein Laminierfreak und ich finde, das ist wirklich mit so viel Liebe gemacht. Es ist so schön. Kann ich euch mal hier zeigen. Das war so das allererste. Wie gesagt, das sollte eigentlich hier eine Klappkarte sein. Das hier, der Braumeister. Dann hat er mir noch das hier geschickt. Ich weiß gar nicht, hat das einen Namen? Ja, das Diaxolotl. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Würfle, ziehe ein entsprechendes Los und spare die Quersumme. Und ich habe daraus nicht Lose gemacht, sondern. Da steht der Würfle, ziehe ein entsprechendes Los und spare die Quersumme. Ich sehe erst jetzt hier, dass man ja hier würfeln soll. Keine Ahnung, ich habe nämlich hier daraus. Hier die Lose gemacht. Ich weiß jetzt nicht, lieber Andreas, du kannst mir noch mal schreiben. Ich habe jetzt eher die zusammengefaltet und wenn man die hier so aufmacht, dann steht hier zum Beispiel 3, 9, 2, 3. Da kann man die Quersumme sparen oder hier
Ah, jetzt verstehe ich. Ich verstehe es. Du brauchst mir nicht zu erklären. Also hier steht 1, 2, 3. Bei manchen steht aber 4, 5, 6. Das heißt, wenn ich eine 3 zum Beispiel gewürfelt habe, sollte ich solche nehmen. Habe ich aber irgendeine Zahl zwischen 4 und 5, zwischen 4 und 6 gewürfelt, dann ziehe ich die hier. Und das hier bei 4, 5, 6 zum Beispiel steht 5, 6, 1, 2. Ich habe aber auch schon gesehen, dass es welche gab, nur mit dreistelligen Zahlen. Das war so das Erste. Ich habe, wie gesagt, daraus keine Lose gemacht, sondern das so. Dann gab es noch hier Höhlenforschung, das fand ich auch ganz schön. Man würfelt. Ich denke mal, hier ist wahrscheinlich Start. Sieht wohl so aus, dass man hier so, oder? So, glaube ich. Muss ich auch noch mal genau schauen. Würfle und male die Augenzahl auf dem Spielfeld. Denn wenn eine Würfelreihe vollständig bespart wurde, darfst du ein Los öffnen. Ah, eine Würfelreihe. Also hier eine Würfelreihe, hier eine Würfelreihe. Okay, verstehe. Und die Lose, da habe ich ihn auch gefragt. Das fand ich ganz schön. Die habe ich hier als Kärtchen laminiert. Ihr wisst, ich bin ein Kärtchen-Freak. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall so ein zweites Ding dafür. Genau, da habe ich Kärtchen daraus gemacht. Das ist das nächste Spiel. Da kommt mal das hier so rein. Dann das nächste haben wir Geiz sparen. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Wo habe ich denn hier? Also hier ist die Anleitung. Die ist ein bisschen hell. Wirf einen sechsseitigen und einen achtseitigen Würfel. Male oder kreuze die Münzen an denen sich die Gewürfelzahlen schneiden. Spare immer die Würfelsumme. Ah, das heißt so. Ah, dafür brauche ich einen Sechser. Ach, da habe ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht. Schau noch mal nach. Aber das lässt sich auch arrangieren. Kein Problem. Finde ich auch cool, dass man nicht immer nur 6-6 hat. Komm schon rein. Genau. Das heißt, dann müsste ich die Augensumme sparen. Finde ich auch ganz toll. Und hier hinten kann man dann das notieren. Und dann haben wir einmal die Villa im Wald. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Dafür braucht man keine Anleitung. Das ist ein Würfelspiel. Ich glaube, das lasse ich. Muss schauen, ob ich für meinen Notgroschen oder ob ich das für meinen 50.000-Euro-Plan mache. Und er hat mir noch was geschickt. Das ist ein Pharaonenspiel, was ich wunderschön finde. Das würde ich euch dann im nächsten zeigen, weil das habe ich tatsächlich noch nicht fertig geschnitten. Das war alles von lieben Andreas. Könnt gerne in den Kommentaren mal hinterlassen, wie ihr das findet. Vielleicht bestärkt ihr ihn darin, endlich einen Etsy-Shop aufzumachen, weil er echt schöne Sachen hat. Dann habe ich bei der lieben Niki bestellt. Ich konnte gar nicht anders. Und zwar, liebe Sarah, vielen Dank für deine Bestellung. Viel Spaß. Niki, das ist Spar-Arcana. Ich habe mich so verliebt, dass ich bestellen musste. Es ging gar nicht anders. Ich weiß, wie es euch immer geht. Wenn manche schreiben mir, ich habe eigentlich Kaufverbot, aber es hat halt aus einem Spiel rausgebracht und wir können gar nicht anders. Ich kann verstehen. Mir geht es genauso. Ich bestelle ja auch. Also, wir haben hier einmal Spar-Arcana. Da haben wir hier einmal Dashboard. Dann hier ein Sinking Fund Tracker. Dann sind hier zu den Karten, das zeige ich euch gleich, sind hier die Erklärungen. Und hier nochmal eine Anleitung. Und hier ist das Brett, was man sozusagen braucht dafür. Man konnte es mit Box oder ohne Box bestellen. Ich habe es ohne Box bestellt, in der Hoffnung, dass die Sachen hier reinpassen. Wir schauen es uns an. Ihr seht, ich habe es noch nicht geöffnet. Ich wollte es mit euch gemeinsam öffnen. Wie schön das aussieht. Schaut mal. Orakel, das ist so hübsch gemacht. So schön gemacht, Leute. So schön gemacht. Ich war so verliebt. Und das ist auch eine tolle, tolle Qualität. Ich freue mich jetzt schon riesig darauf. Gucken wir mal, ob das hier reinpasst. Und passt du rein? Ja, passt rein. Ja, super. Oh Gott, ich liebe das Spiel, Leute. Das werden wir heute auch auf jeden Fall direkt spielen. So, dann geht's weiter. Dann hat mir die liebe Tanja auch was zugeschickt. So, ich mu muss nochmal nachschauen, weil ich tatsächlich zwei Pakete von Tanjas bekomme, aber zwei unterschiedliche. Und zwar von Tammy, dieser Budget. Alles in der Infobox verlinkt. Und zwar hat es mir was geschickt. Ich habe diesmal tatsächlich nichts geöffnet, um das mit euch zu teilen. Ich habe nur das hier kurz geöffnet. Das sehe ich gerade. Aber die anderen, oder? Ah, nee, Entschuldigung, das habe ich geöffnet. Das Paket habe ich nicht geöffnet und ich habe noch ein anderes. Ja, wir machen das mal. Also, sie hat mich gefragt, welches Sternzeichen ich bin. Ups, da kommt nochmal. Und als sie mich das gefragt hat, habe ich mich zum ersten Mal selbst gefragt, was eigentlich für ein Sternzeichen mein Sohn hat. Guck mal, das ist ein süßer Schmetterling. Vielleicht werde ich den hier auf diese Box so kleben. Sieht dem ganz hübsch aus. Mal schauen. Genau, und dann waren hier, das finde ich auch total schön irgendwie. Genau, und da steht: Hallo, liebe Safa, viel Spaß mit meinen neuen Sachen. Liebe Grüße, Tanja.
Und zwar, ich bin Waage, also sie hat für jedes Sternzeichen natürlich, hat sie da was. Hier sind Beträge zwischen 3 und 9 Euro. Hier sieht man auch nochmal Tami, dieser Budget. 45 Euro kann man insgesamt sparen und dahinter, hinter diesen Rubelfeldern, sind Beträge immer zwischen 3 und 9 Euro. Ihr wisst ja immer, wenn ihr keine 3 bis 9 Euro sparen wollt, könnt ihr immer die Hälfte sparen oder 30 Cent bis 90 Cent sparen, das entscheidet ihr. Happy New Year. Haben wir auch nochmal hier was? Das sieht echt hübsch aus mit dem Bild, muss ich sagen. Das gefällt mir. Mir gefällt es, dass es auch nicht so viel ist. Dass es vielleicht so zum Beispiel für einen Monat ist. Da ich sage, jede Woche einmal. Dann bunte Rubbelparty. Das finde ich auch cool. Das sehe ich auch zum ersten Mal, dass mal verschiedene Farben genutzt wurden. Seht ihr das? Hier kann man insgesamt 115 Euro sparen. Oh, das ist schön. Magic. Wie geht denn das hier? Ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Dann denke ich mal, gehört das hier. Nee, nee. Ah, das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dann gehört das hier wahrscheinlich dazu. Super schön, das gefällt mir. Die beiden gefallen mir besonders. Die sind echt sehr, sehr schön geworden. Also hier haben wir einiges zum Rubbeln. Versteht mich nicht falsch. Ich habe oft in meinen Videos gesagt, dass mich das immer so nervt mit dem Rubbeln. Aber ich liebe Rubbel-Challenges. Mich nervt das nur, dass sie überall dann diese, die ganzen, ja, die Dinger da, diese Nupsis da rumfliegen. So, dann haben wir einmal das Sparcafé. Das schöne Sparcafé, das schauen wir uns auch mal in Ruhe an. Und zwar, cool, das ist einfach mal ein Dashboard, das gefällt mir. Und was sind das für hübsche Persönchen hier? Die sind echt hübsch, muss man auch einfach mal sagen. So, da haben wir hier auf der Rückseite haben wir einen Single-Man-Tracker und, sieht das schön aus. Mir gefällt die Farbe, und dann mit dem Gold dazu sieht das toll aus. So, hier haben wir mal Würfeln. Dann hat man hier einmal rubbeln und hier einmal abstreichen. Gefällt mir mittlerweile echt sehr gut, dieser Stil, dass man sagt, okay, man darf sich das aussuchen, je nachdem. Weil es gibt manchmal Wochen, da hat man schon so viel gerubbelt, dass man sagt, auch keine Lust mehr oder so viel gewürfelt, dann darf man sich das aussuchen. Sehr, sehr schön und irgendwie kriege ich jetzt Lust auf Kaffee. So, dann geht das weiter mit, da müssen wir es uns mal anschauen. Das habe ich wohl auch geöffnet, aber mir gar nicht wirklich angeschaut, merke ich gerade. Weil ich dann gedacht habe, ach, lass das fürs Video. So. Dann haben wir hier einmal magische Reise. Das sieht echt schön aus. Das sieht man nochmal. Ich denke mal, hier darf man sich immer die Beträge aussuchen und bei dem wird es wahrscheinlich auf der Rückseite, ja, wird erklärt, was man damit machen soll. Dazu gibt es das hier. Ein Sinking-Wand-Tracker. Das ist jetzt hier nicht laminiert. Das ist eher so ein glänzendes Papier. Ich weiß auch nicht, ob das Fotopapier ist. Kannst du mir gerne schreiben, liebe Tanja, was das für ein Papier ist. Sieht nämlich richtig, richtig cool aus. Dann eine schöne Hexe dazu mit einer roten Nase. Das lege ich hier dazu. Dann haben wir hier noch was ganz anderes, glaube ich. Oder gehört das dazu? Magische Kreise. Nee, sind einfach einzelne. Wir haben einmal die magische Tombola mit den Losen hier. Dann haben wir magische Zutaten zum Ankreuzen. Und dann haben wir noch magische Tränke zum Rubbeln. Gefällt mir wirklich auch sehr. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Auch die Farbwahl. Also, liebe Tanja, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ich finde auch vor allem diesmal, sie hatte mir ja schon mal was geschickt. Das war, glaube ich, das mit dem Halloween und mit dem Herbst und so. Das fand ich ja schon ganz schön. Aber ich finde, man merkt, dass auf jeden Fall viel mehr mittlerweile Arbeit dahinter steckt. Und ich finde die Qualität tatsächlich auch super schön. Also auch viel besser sogar. So, wir haben hier einiges, wie ihr seht. So, ich hatte jetzt mal kurz Pause gemacht gehabt, um das hier alles wegzuräumen und ein schönes Foto zu machen von den ganzen Spielen für meinen Thumbnail, damit ihr das seht auf YouTube. So, wir holen jetzt hier erstmal das Geld raus. So. Machen wir mal ein bisschen Platz hier. Dann sieht man das, glaube ich, besser. So sieht's doch gut aus, oder? Was sagt ihr? Und wir haben jetzt hier, wie gesagt, ganz viele Spiele. Und wir gucken gleich, wie wir das aufteilen. Meine zwei Bänder sind ja da. Ich weiß nicht, ob ich sie euch schon gezeigt hatte. Keine Ahnung, ich zeige es euch nochmal. Also ich hatte nochmal lila und blau bestellt. Hatte schon diese drei Farben. Und, nee, was jetzt angekommen ist, sind die beiden. Also der schwarze glitzert auch. Ich weiß nicht, wie man das so schön sehen kann. Genau. So.
Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz und ihr hattet mich gefragt, ob ihr dabei sein könnt beim Sortieren der Binder. Das machen wir jetzt gemeinsam, wenn ihr Lust darauf habt. Und zwar seht ihr mal, wie ich das dann immer mache. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wir nehmen mal den. Es wird jetzt mindestens zwei Binder geben, nur für den Notgroschen, weil ich vorhabe, einiges für den Notgroschen zu sparen. So, der Notgroschen, das ist der hier. Dann schauen wir jetzt gemeinsam. Ist das der hier mit dem Obst? Nein. Seht ihr, ich habe selbst gar keinen Überblick mehr. Ja, das ist der. So, wir haben hier Silber. An sich spielt es keine Rolle, welche Farben das werden. Das ist mir ehrlich gesagt total egal. Wobei, die beiden passen so gut zusammen, finde ich. Wir schauen jetzt mal. Ihr wolltet dabei sein, ihr werdet jetzt dabei sein. So, ich glaube, ich werde das Video teilen. Einmal wird das Video, wie ihr seht, wie ich das hier alles, denke ich mal, ordne. Ich glaube, das ist besser. Dann lade ich das am Freitag hoch und Samstagmorgen, das heißt gerade mal ein paar Stündchen später, seht ihr dann, wie ich das alles bespare. Ich glaube, das ist einfacher, weil sonst wird das Video ewig lang. So, wir fangen an. Ich mache jetzt hier Platz. Das ist jetzt so spontan, weil ich mich daran erinnert habe, dass ihr das wolltet. So viele neue. So. Obstgarten bleibt drin. Dann haben wir das Gemüsespiel. So, dann ist es die magische Bibliothek. Dann haben wir dieses Sparcafé und die Erweiterung dazu. Spartett haben wir drin. Ja, genau. Spartett ist drin. Dann Sweater. Genau, das war auch von Tammy. Dieser Budget, also von der lieben Tanja. So, und dadurch, dass es hier so voll ist, nehmen wir die letzten beiden hier raus. Den kann man gut jetzt zumachen. Ich glaube, wenn ich jetzt noch eins doch reinmache, glaube ich, wird es zu knapp. Wir probieren jetzt aus. Ich werde jetzt hier auch nicht schneiden, damit ihr auch seht, wie ich das wirklich mache. Ja, das ist perfekt. Dann geht es weiter mit dem hier. Herbstzauber beende ich, glaube ich, sowieso bald. Ach ne, wobei, das war dann anders. Das mache ich erstmal weiter. Ich brauche sowieso einige Spiele. So. Komm schon. So. Wie ging es denn weiter? Celestias Kartenreich. Das ist ja mein neues Spiel. Das ist hier. War das Perlen? Ja, das ist auch dazu. Erst einmal. Ich musste ja alles irgendwie querbeet durchmachen, weil die Beine ja nicht ausgereicht haben. Da haben wir Celestias Kartenreich. Ups, komm schon. Und Perlen vor die Säue. Ach genau, das gehört gar nicht dazu, sehe ich gerade. So, dann Piratenschatz, glaube ich, ist nicht hier drin. Ihr seht, ich habe alles querbeet durch. Deswegen ist gut, dass jetzt die Beine angekommen sind. Hier ist Piratenschatz. So, und wir sind nicht fertig, weil jetzt habe ich hier ein paar neue Umschläge. Die sind am Anfang immer so. Also das heißt, auch wenn ihr welche kauft, egal ob bei mir, über Amazon oder sonst wo, die sind am Anfang immer, sehen die so aus. Also wundert euch nicht. Sogar teilweise schlimmer. So, dann auf jeden Fall, ich meine, ich habe ja nicht umsonst sehr viel Geld ausgegeben, kommt das hier rein. Das kommt auch noch rein.
So. Dann, davon werde ich nicht alle nehmen tatsächlich, weil ich will auch welche für meinen 50.000 Euro planen lassen. Hahaha. Boah, jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden. Die sind alle so schön. Also wir nehmen auf jeden Fall, komm, das Waage. Ding nehmen wir auf jeden Fall. Ding, die Challenge. So. Was haben wir hier noch? Und das hier nehmen wir auch. Ja, dafür brauche ich wieder ein. Ich glaube, lieber zuerst das hier. Es ist gerade für mich wie Weihnachten. Seite. So. Geht das hier noch zu? Ja. Das kommt aber erstmal rein. Ich glaube, für meinen Notgroschen reicht das noch nicht aus. Also wir haben das. Wir haben das. Und dazu passt am besten das hier. So, ich will ja auch noch ein paar von lieben Andreas. Die gefallen mir nämlich auch besonders. So, ich will auf jeden Fall Tränke brauen. Ist ja wohl klar. Ja, es ziehen einige Spiele ein, aber ich möchte ja viel für meinen Notgroschen sparen. Okay, schauen wir uns gleich mal an. Moment mal, das sind noch nicht alle vom lieben Andreas, oder? Fehlen mir da ein paar? Ah, hier ist noch was. Hier. Dann nehmen wir noch das hier. Oder nee, wir nehmen mal eine Würfel-Challenge. Das lasse ich für meinen 50.000 Euro Plan, glaube ich. Wir nehmen das hier. Dazu gehören ja noch diese Kärtchen, die ich habe. So. Ja, ich weiß, sie übertreiben es gerade ein bisschen. Ich habe aber vor, wie gesagt, einen guten Notgroschen aufzubauen. Ich habe ja nicht umsonst gesagt, ich brauche Spiele. Mal gucken, ob das sogar hier ausreicht. So. Und wir machen noch eine Rubbel. Welche nehmen wir denn? Die sind alle so schön. Mensch, 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 ich kann mich gar nicht entscheiden. Und auf Lose habe ich auch Lust. Kommt, wir machen hier Rubbel.
erstmal. Und dann schauen wir weiter. So, dann haben wir jetzt drei. Wir gucken. Ich mache die jetzt zur Seite, weil ich brauche, wie gesagt, Wäsche auf meinen 50.000-Euro-Plan. Erstmal zur Seite. So, für die Steuer bräuchte ich theoretisch auch viel mehr. Was haben wir hier? Ist das hier mein Steuer? Nee, ist es nicht. Ich glaube, wir machen die und die. So, wir fangen an mit Sandy versus Zombies. Ich glaube, jetzt versteht ihr auch, warum ich gesagt habe, theoretisch müsste ich Sparspiele jetzt ab jetzt zwei Videos machen, weil einmal brauche ich echt viele Spiele nur für den Notgroschen und einmal, oh, Herbst-Challenge, habe ich die beendet? Das weiß ich nicht. Oder gehört die Herbst-Challenge? Nee, Herbst-Zauber. Muss ich gleich mal schauen, was es ist. Halloween, 52 Wochen sind wahrscheinlich hier drin. Wie gesagt, mal gucken. Vielleicht mache ich auch zwei daraus. Die Wochenabschlüsse kommen bei euch gar nicht so gut an. Also, das lohnt sich eigentlich kaum, die zu drehen. Wo haben wir denn hier die Herbst? Ja, hier Herbst-Challenges. Dann haben wir Halloween, ist das ja. Dann habe ich die 52-Wochen-Challenge. Das ist die hier, auch von der lieben Niki. Niki, kann es das sein, dass du auf blau stehst? Weil irgendwie, alles, was ich von dir habe, ist auf jeden Fall irgendwie blau. Also ich mag blau. Kampf um den Kontinent. Ich versuche das nämlich jetzt so zu sortieren, wie es bei mir ist. Kampf um den Kontinent. Pumpkin Patch. Dann haben wir Wintervorrat. Ja, es sieht hier schlimm aus, aber Leute, gleich ist vorbei. Hokus Pokus. So, ich glaube, mehr mache ich auch erstmal in diesen beiden da nicht mehr rein. Geht aber auch zu. Ja, der geht zu. Wofür war dann Sparkrimi? Ich glaube, das meintet ihr, dass ich das gar nicht aufgeschrieben hatte. Sparkrimi gehört natürlich auch dazu. Sparkrimi gehört dazu. Und ich brauche mehr Challenges für die Steuer. Das ist mir zu wenig Geld, was ich da immer spare. Wobei, letztes Mal waren das echt ordentlich. Was ist denn mit Winter Dreams? Ah, habe ich vergessen. Winter Dreams habe ich vergessen. Das war hier. Dann muss ich aber hier hinten ein bisschen was rausnehmen, sonst wird es jetzt so voll. Geht's zu? Ja, gerade so. So. So, jetzt aber. Dann nehme ich da noch hier was für die Steuer raus. Nehmen wir das. Ich habe halt noch keinen achtseitigen, da muss ich noch mal schauen. Und nehmen das Würfel. Da haben wir nochmal zwei reingemacht. Erstmal so viel dazu. Guck, das fällt mir gleich alles runter.
Wo habe ich denn Kira? Die habe ich, glaube ich, auch vergessen gehabt einzutragen. Oder habe ich sie noch gar nicht gespielt? Nee, die süße Kira habe ich noch gar nicht bespielt. Warum eigentlich nicht? Nee, dann kommt die auch zur Steuer. Ich war sowieso letzte Woche mit dem Spielevideo. Da habe ich mich auch gefragt, was ist denn los mit dir? So, und die Frage ist, was ist gerade los mit mir? Jetzt habe ich jetzt schon wieder, weil ich habe gerade den Magneten verloren. Ach, mal gucken, ob ich den gleich noch finde. Nicht schlimm. So, das ist mein Sinking Fund Binder. Nee, das ist mein Geiz, merke ich gerade. Das passt mir ganz gut. Ich zeige euch nämlich auch gleich warum. Dann habe ich nämlich für Sinking Funds, wieso geht der jetzt hier nicht zu? Für Sinking Funds und für Geiz habe ich jetzt die beiden. Das passt auch ganz gut. So, dann haben wir jetzt insgesamt die beiden für Sinking Fund und für Sinking Fund und Geiz Challenges. Dann haben wir die beiden für die Steuer. Und die drei für den Notgroschen. Ich finde, das passt farbig total gut. Das muss ich gleich vielleicht in meine Schubladenbox machen. Aber ich bin hier so ganz zufrieden, denke ich mal. Aber was sagt ihr? So, hätten wir die drei. Dann hätten wir. Mal sortieren wir das mal ein bisschen. So, dann haben wir die. Damit ihr die einmal gesehen habt. Und so, gefällt mir sehr, sehr gut. Was sagt ihr dazu? Es ist endlich sortiert und im nächsten Teil, nämlich Teil 2, den seht ihr morgen früh, den lade ich um 8 Uhr morgens hoffentlich hoch, seht ihr, wie ich das jetzt hier alles besparen werde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.